Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fire Emblem Awakening Let's Plays. Ich bin Rektalin. Ihr schaut We Play Games for You. So. Haben wir das auch gesagt? Starten wir doch auch gleich ins Match. Was mir aufgefallen ist bei den Nintendo-eigenen Spielen, die ich bisher gespielt habe auf 3DS, war es in der Regel so, dass die Ladezeiten viel schneller waren. Buff, buff. So, jetzt ist halt die Frage, ne? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Da ist ein Kampf. Da wäre eine Händlerin. Eisenschwert. Im Sonderangebot. Eisenlanze. Auch im Sonderangebot. Gucken wir mal kurz hier kasernemäßig, was da abgeht. Oh, einiges. Neue Ereignisse. Anhören. Hallo Rektalin, gönnt ihr eurem Geist ein wenig Ruhe? Hey, was ist so lustig? Habe ich etwa meinen Brustpanzer falsch rum angezogen? Nein, aber ich hätte länger niemanden mehr zum Reden. Es fühlt sich gut an. Oh Mann, das wäre doch mal eine super Sache. Kellam und die Palne. Uiuiui. Anhören. Die sind jetzt auch alle bei uns, oder was? Du bist ein guter Verbündeter im Kampf. Wollen wir demnächst zusammenkämpfen? Klar, versprich mir nur, mich mit Gold zu belohnen. Oder besser noch mit Süßem. Okay. Wer kommt jetzt? Ist da hinten ein Weihnachtsbaum? Oh Gott, was ist hier los? Ihr seid so fröhlich. Habt ihr einen neuen Sortieralgorithmus für eure Habe erdacht? Oh, ich habe heute einen ganz normalen Tag. Du wirst dir doch glücklich. Du wirkst dir doch glücklich. Was für ein Quatsch, ey. Also diese Gespräche hier, die sind teilweise ein bisschen dusselig. Und was geht hier? Oh, die beiden. Ich bin beeindruckt. Los, lass uns zusammen das untote Gesocks aufmischen. Klar, jede unsere Bewegung wird wie eine Saga sein und die Barden verzücken. Nochmal verbessert, die Beziehung zwischen den beiden. Da geht noch was. Und wer ist da jetzt alleine unterwegs? Oh, die Sally. Männer, die glauben, Frauen können nicht kämpfen, verdienen einen Tritt überall hin. Ah ja, wenn du das sagst. Wird es wohl so sein. Okay, haben wir. Unterstützungsgespräche können wir machen. Dann machen wir mit Chrom und Sally, okay. Oh, hallo Sally. Hallo Chrom. Bist du allein hier? Ich dachte, du wärst bei Lisa und den anderen Frauen. Warum? Damit ich das Abendessen für die tapferen Männer zubereiten kann? Auf keinen Fall. Ich kümmere mich um das Feuer. Das sieht mir nach ziemlich viel Arbeit für eine Person aus. Möchtest du lieber, dass ich koche oder nähe? Nein, danke, ich hasse diesen Mist. Ich glaube, ich kann dich verstehen. Du wirkst nicht so sehr wie eine, was, eine Dame? Nur zu, sag es. Du brauchst mich nicht zu schonen. Also gut, ich denke, jeder hat seine eigenen besonderen Talente. Ich kann auch nicht kochen und nähen. Was hältst du davon, wenn ich dir helfe? Hahaha, du bist in Ordnung, Grom. Level C erreicht. Okay, haben wir. Rektalin und Frederik. Mal gucken, was die sich zu sagen haben. Euer Griff, eure Haltung und eure Atmung sind vollkommen falsch. Konzentriert euch, Rektalin. Und nochmal. Bereit. Das reicht für heute. Eure Form hat sich schon beachtlich verbessert. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr Fortschritte macht. Danke. Ich habe den Eindruck, dass ich die Grundlagen jetzt raus habe. Aber bin so müde. Ich glaube, ich sterbe. Ha, ihr übertreibt, oder zumindest hoffe ich, dass dem so ist. Sonst könnt ihr auch gleich hier sterben. Ihr haltet in der Schlacht nicht lange durch. Wahrscheinlich nicht, aber ich bin noch vollkommen erledigt.
Aber du scheinst kaum ins Schwitzen gekommen zu sein, wie das? Das hoffe ich doch sehr. Wenn etwas Training mich schon schaffen würde, könnte ich wohl kaum Chrom dienen. Nun, ich bin beeindruckt. Um so ausdauernd zu sein, trainierst du bestimmt viel. Ich stehe jeden Morgen vor Sonnenaufgang auf und kümmere mich um die Lagerfeuer. Wenn wir marschieren, gehe ich voraus und hebe Steine auf. Es würde gerade noch fehlen, wenn jemand während des Feldzugs umknicken würde. Was ein Verrückter das ist, ey. Deshalb also, ich dachte, das mit den Steinen sei bloß eine zwanghafte Neurose. Verzeiht doch. Habt ihr etwas gesagt? Nichts Wichtiges. Ich schulde dir was für diesen Übungskampf. Morgen helfe ich dir mit den Lagerfeuern. Wird ganz einfach sein mit meiner Magie. Ich suche mir einen Baum, verpasse ihm einen Blitzschlag und simsalabim. Haben wir im Handumdrehen einen Waldbrand. Oh, nun ja, ich vermute, das könnte passieren. Dennoch, ich schulde dir einen Gefallen. Such dir was aus und es wird geschehen. Du musst das nicht heute entscheiden. Denk darüber nach, bis wir uns wiedersehen. Normalerweise bitte ich nicht um Gefallen, doch ich nehme euer Angebot dankend an. Okay, haben sich ein bisschen verbessert, die Beziehung zwischen den beiden. Das ist schon mal gut. Hier einkaufen, ja. Ach, das ist doch die. Hallo, schau dich ruhig um. Ich habe besondere Items dabei. Machen wir mal in den Vorrat. Zwar, wenn schon, denn schon. Hier, Schwert und Eisenlanze mal kaufen. Denke, wenn die schon da sind, ist das ganz praktisch. Vorrat haben wir hier. Donner, Pflege, Rettung. Wie viele Heilmittel haben wir noch? 10 Stück. Das ist in Ordnung. Ihr habt noch so Göttin-Ikone. Was ist das hier? Dauerhaft um 2. Ach du Scheiße. Das verkaufen wir bestimmt nicht. Laden verlassen. Glück dauerhaft um 2. Gehen wir doch lieber mal ins Inventar. Wer hat das gehabt? Ah, hier. Genau. Nee, halt. Stahl hatte die. Verwenden. Und zwar haben wir das jetzt für einen Stahl benutzt. Kann ich gut mit leben. Er kann ein bisschen Glück gebrauchen. So. Händlermäßig sind wir da dann durch. Ich würde sagen, dann machen wir hier an der Stelle mal einen Cut. Und werden in der nächsten Folge uns dem neuen Kampf widmen. Jetzt haben wir erstmal die Gespräche und alles abgefrühstückt. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.